Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. So schaut's aus. Wir haben heute neue Primetime-Karten, zwei Stück, die müssen wir uns auch anschauen. Wir haben ein Upgrade oder ein Update in den NHL-Playoff-Karten und es gibt eine neue NHL-Moments, gerade mehr kam auch nicht raus. Also fangen wir direkt an hier mit den neuen Primetime-Karten, die sich auch aufs Team of the Season und aufs Team of the Year bedingt auswirken. Also der Anfang macht von den Vegas Golden Knights der 97er Shea Theodore, ein rechter Verteidiger, 1,88 groß, 88 Kilo, Zommer Funke, einmal Lappenknipser. Der Schuss ist nicht besonders gut von der 97er Karte, kann man so sagen. Hände fast perfekt, Bodychecking perfekt, Stickchecking perfekt. Vom Skaten her, ja, kann man so lassen. Geht dann auf 95 Beschleunigung, auf 94 Geschwindigkeit, kann man auf jeden Fall so lassen. Der Lappenknipser, also hier wäre mir fast was lieber gewesen wie Shutdown, was auf die Schlagschussgenauigkeit noch geht. Da wäre noch die Seilgranate, die auch den super Blue Liner auf jeden Fall. Damit die Team of the Season Karte von ihm auch auf 97 gestiegen. Klar, viel bessere Synergien. Da sind wir dann bei 96 Schlagschussgenauigkeit, 99 Kraft. Mit Raser ist eh schon, bringt eher wenig, wird aber trotzdem noch ein bisschen schneller. Also hier wären wir sogar bei 95 Beschleunigung und 98 Geschwindigkeit. Also klar, der natürlich viel besser, aber trotzdem die 97er Primetime Karte, die von ihm rauskam, hat eine fantastische Karte. Und ich bin ja immer teamneutral, also ich will jetzt hier nicht über irgendeinen Vegas Golden Knights Spieler lästern. Ich hoffe bloß, dass Ryan Reeves keine Karte mehr bekommt. Am besten nie wieder. Aber gut, keine Lästereien über Spieler. Die zweite Primetime, die wir uns anschauen müssen, ist auch voll verdient. Hat einen Hattrick geschossen gleich im ersten Spiel. Und zwar von den Boston Bruins. Gibt's auch schon eine ganze Seite davon jetzt. Der 97er David Pastrnak. Ein linker Flügelspieler, 1,83 groß, 88 Kilo, Zimmer balanced, einmal Gladiator. Ja gut, der Schuss ist perfekt, die Hände sind perfekt. Gladiator ist auf jeden Fall gut. Mit Funke sind wir dann auch bei maximaler maximalen Bodychecken. Balance wird hier auch wenig bringen. Eigentlich bringt es gar nichts. Ne, es bringt überhaupt gar nichts. Auch dann hier 99 Beschleunigung, 98 Geschwindigkeit, also auch der perfekte Spieler eigentlich. Die Team of the Year Karte von ihm war schon bei 97, weil er erst vor kurzem eine Team of the Week Karte von ihm rauskam. Die wäre mir aber ehrlich gesagt lieber, weil es ja nochmal das Bodychecken nochmal höher bringt. Und ist sogar eins weniger. Beschleunigung ist hier nur, obwohl es auch eine 97er Karte ist. Oh, das ist interessant. Das ist hier nur bei 94. Okay. Die hier ist auch bei 97. Aber die hat höhere Geschwindigkeit Beschleunigung. Okay. Also gut, dann die Karte hier doch besser. Nehmen wir es so hin. Also fantastische Karten, beide oder alle drei. Die Team of the Year natürlich auch super Karte gewesen. Dann haben wir eine neue NHL Moments Karte und zwar für einen Stick Save im zweiten Spiel in den Playoffs. Ja, auch dafür kriegt man Karten. Das ist so die Möglichkeit, um noch manche Karten rauszubringen von Spielern, die schon lange nicht mehr dabei sind in den Playoffs irgendwie. Und zwar haben wir hier auch mittlerweile gar nicht mehr in dem Team, wo er jetzt gefeatured ist. Und zwar haben wir hier von den Washington Capitals, jetzt da in Vancouver zu Hause, den 92er Goalie Braden Holtby. 1,88 groß, 97 Kilo, Zimmer Verteiler, Zimmer Heart and Soul. An sich gute Statistiken, Geschwindigkeit und Agilität ist nur bei 90, das ist so der einzige Upturner ein bisschen, oder halt diese Grenze, von der ich schon so oft gesprochen habe. Aber auch der hier sollte echt eine gute Karte sein. Müsste man auch austesten. Optimale Größe auch, dazu Glove High bei 93, also auch eine echt eine gute Karte, auch für eine 92er, auf jeden Fall echt gut. Dann gibt es noch ein paar nachgereichte, mehr oder weniger Spieler in den Playoffs, die hier neulich bei Redaktionsschluss hier noch gar nicht weiter waren. Und zwar, der ist hier schon mal ganz komisch, den habe ich vorhin entdeckt, ich habe gedacht, der ist gleich wieder weg, aber hier gibt es den 66er Leon Denny. Der überall bei 1 ist, 20 Jahre alt ist, keine Ahnung wer das ist, 12 Skating, 34 Schuss, 56 Hände, 90 defensiv, keine Ahnung was das ist, ob das irgendein Spieler ist, den es wirklich gibt, ob das einfach nur wieder so ein EA-Ding ist, dass da irgendein Programmierer seinen Sohn mit reingebracht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier gibt es in den Playoff-Sets gibt es einen 66er Leon Denny. Werde ich mal nachforschen und gegebenenfalls nachreichen, falls ich da irgendwie mehr drüber rausfinde, keine Ahnung was es soll. Also, wir haben hier nachgereicht von
den Vegas Golden Knights. Von mir aus bleiben sie alle bei 87, habe ich natürlich nichts dagegen. Haben wir hier den Center, den Seamasker Center Nicolas Roy. 1,93 groß, 91 Kilo, zweimal Heart and Soul, zweimal Wingman und einmal Deep. Also selbst mit, ja gut, also selbst mit Heart and Soul an und mit Deep kann man als Center spielen lassen. Von der 87er Karte geht auf 91 hoch, kann man so lassen. Schuss hier auch stark, aber ungenau. Hände auch nur Durchschnitt. Wingman, ja, für den Center nicht ganz so wichtig, dass er so schnell ist. Wir sind dann bei 90 Beschleunigung, bei 86 Geschwindigkeit. Ja, ist okay. Wie gesagt, wäre vielleicht gut als Center, wenn er hochgehen würde. Ich hoffe, er bleibt bei 87 und geht mit den anderen, wer war es, Justin Falk und so, golfen. Das wäre mir am liebsten. Wen haben wir ja noch von Vegas? Müssten ja eigentlich wieder drei sein. Oh, nein, kein Vegas-Spieler mehr mit dabei. Ach, schauen wir mal ins andere. Also die Teams, die jetzt schon ein Spiel gewonnen haben, sind auf jeden Fall schon hochgegangen. War auch oder teilweise, ich habe den Saad, habe ich zum Beispiel schon am Nachmittag hochgesehen, dass der auf 89 ist. Beim Graves, den habe ich erst vorhin gesehen, dass er bei 89 hoch ist. Das ist auch eine ganz komische Willkür, was die hier machen. Aber uns fehlen trotzdem noch zwei Vegas-Spieler. Okay, hier ist jetzt noch ein 93er Adam Henrique drin. Das ist der, wo man bei den Hood Champions kriegt. Also EA macht hier wieder vollkommen wirr irgendwelche Karten rein. Gucken wir da mal direkt zu den Vegas Golden Knights rein. Vielleicht finden wir da die Spieler. Ach, das ist schön, wenn man Content Creator ist und dann wird einem immer alles im Live-Bild noch verschoben. Aber gut, irgendwo müssen die ja auftauchen. Also hier mal müssen wir vielleicht ein paar haben, die bei 87 noch sind. Ja, hier haben wir noch zwei, oder eine zumindest. Okay, also auch von den Vegas Golden Knights, den 87er Nick Holden, rechter Verteidiger, 1,93 groß, 96 Kilo, zweimal Funke, zweimal Magier, einmal Workhorse. Boah, Schussgenauigkeit vom Schlagschuss bei 79, also selbst wenn der hochgehen würde, würde nicht wirklich toll werden. Hände ja, bei 80 bis 85, dass der Magier schon fast Pflicht hat, also selbst wenn er wirklich hochgeht, ist der Magier Pflicht. Workhorse. Gut, bei 1,93 Größe, nicht ganz so wichtig, dass es so schnell ist. Bodychecken auf jeden Fall schon bei 90, das ist für eine 7-Maske-Karte auf jeden Fall super. Und der Funke geht bringt auch nochmal von der Beschleunigung hoch, das heißt aktuell bei 91 Beschleunigung, bei 87 Geschwindigkeit. Ja gut, für eine 7-Maske-Karte ist okay, aber auch da denke ich mal, gibt es bessere, auch, außer man braucht halt genau wirklich diese Synergie-Kombo in der Anzahl, dann natürlich eine Option. Den Roy hier hat man schon. Und da ist noch der nächste, okay. Der 7er Alex Tark. Ein linker Flügelspieler, 1,93 groß, 100 Kilo mit Sommer Balance, Sommer Lampenknipser und einmal Howitzer. Also Howitzer auf jeden Fall gut hier. Wird der Schuss dann noch ein wenig stärker. Der ist auch so durchschnittlich eigentlich wie die Karte dabei. Sogar ein wenig höher, kann man so lassen. Am Schluss dann aktuell bei 88 Beschleunigung, 90 Geschwindigkeit. Hat dann auch eine gewisse Größe, von dem er würde nicht ganz so schnell, oder muss er nicht ganz so schnell vom Fleck kommen. Bodychecken kann man lassen, Hände sind auch gut soweit. Also auch hier eine Karte, die noch interessant werden könnte, wenn sie steigt, was ich natürlich nicht hoffe. Mehr Content gibt es heute gar nicht. Also ich habe, letzte Woche kam ja Montag Lafleur und so raus. Das heißt, wir müssten dann morgen einen neuen Hood Rush haben. Und wir müssten dann morgen den 98er Gordie Howe haben und den 99er Wayne Gretzky und Mario Lemieux. Das sind die, wo morgen rauskommen müssen. Dann haben wir auch die ersten Karten offiziell bei 99. Inoffiziell gibt es ja schon den Pavelski von der Fantasy-Serie, der auf 99 ist. Jussi Saros haben sie irgendwie dann irgendwann nicht mehr weitergemacht. Der war bei 98, hat er nochmal drei Spiele gewonnen, ist aber nicht gestiegen. Also da haben sie uns auch irgendwas vorenthalten. Aber morgen dann Wayne Gretzky, theoretisch morgen, Wayne Gretzky und Mario Lemieux dann auf 99, die ersten offiziellen 99er Karten, die es dann in diesem Spiel gibt. Und ich denke mal, dann werden Austin Matthews, Nathan MacKinnon, Ovechkin, McDavid, weiß ich nicht, ob sie da noch irgendeinen Grund finden, wahrscheinlich, weil er in irgendeinem Spiel im zweiten Drittel mal in Puck übers Glas geschossen hat. Das ist dann auch wert, eine Primetime zu kriegen mit 99. Wer weiß, es ist schon alles hier möglich. Neue Sunset-Sets gab es meines Wissens auch nicht. Ne, immer noch das gleiche. Immer noch Winter National. Also da müssen sie jetzt echt mal was raushauen zwecks Flashback 94 und Blockbusters. Kam jetzt gar nichts mehr raus. Sonst auch keine neuen Sets hier irgendwo noch drinnen, die es gibt. Alles beim Alten. Von dem her, kurzes Video heute.
war es das schon von mir. Ja, morgen wieder hoffentlich mehr Content. Und schalte wieder ein, liked meinen Kanal, abonniert meinen Kanal, schaut bei YouTube vorbei, guckt hier mal auf Twitch rum. Da habe ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen meinen Channel ein bisschen bearbeitet, ein paar Infos für mich reingeschrieben. Gerne mal drauf schauen. Vielen Dank für die ganzen neuen Likes. Kamen jetzt über Nacht einige neue Follower. Kamen jetzt über Nacht einige neue Follower dazu. Vielen Dank dafür eure Unterstützung. Es zeigt mir, dass es doch jemand guckt hier. Und ja, das war's. Moin Lodinger, nichts Gescheites Neues hier drin. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und immer dran denken, sauber bleiben. So schaut's aus.